Travelcamp TV auf der ITB 2016 in Berlin. Und nun geht's in den Norden nach Rostock-Warnemünde. Wir nehmen einen Rundblick vom Hotel Hohe Düne aus in Richtung Hafen, ein Stück in Richtung Ostsee über den Yachthafen hinweg und genießen mal einen Blick nach Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt bei uns im Studio ist Dr. Stefan Rudolph, Wirtschaftsstaatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen. Mecklenburg-Vorpommern hat es wieder geschafft. Knapp 30 Millionen Übernachtungen im vergangenen Jahr. Gleich auf mit Bayern an der Spitze der Tourismusländer. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie groß ist der Anteil des Tourismus gemessen an der Wirtschaftskraft des Landes? Ja, der ist bei uns im Land schon deutlich höher als in vielen anderen Bundesländern. Man kann sogar sagen, zum bundesdeutschen Durchschnitt doppelt so hoch. Der Anteil des Tourismus an der Bruttowertschöpfung liegt bei uns ungefähr bei 7,5%. Die Bundesländer, die auch letztlich den Tourismus natürlich als Branche haben in Deutschland, Deutschland ist ja eine Tourismusdestination insgesamt, liegen ungefähr dann im Schnitt bei 3,5, 3,8. Das heißt, da sind wir doppelt so stark. Während Sie das sagen, sehen Sie so ein bisschen besorgt aus. Weshalb? Ja, weil wir sind ja auf der ITB und heute geht es darum, dass wir uns wirklich freuen über das, was die Gastronomen, was die Hoteliers geschafft haben, nämlich diese ganz genau ja 29,5 Millionen Übernachtungen. Aber der Tourismus ist eben für unser Land, so schön es ist, eben nicht alles. Und unsere Menschen allein vom Tourismus können sie nicht so leben, dass dieses Land insgesamt überlebensfähig ist, sondern wir brauchen auch andere Wirtschaftszweige. Und wenn man sich die Industriedichte anguckt, dann sind wir eben nicht im Vergleich zu den anderen Bundesländern im Durchschnitt, sondern unterdurchschnittlich. Und wenn ich mich dann über den Tourismus freue, dann habe ich natürlich das im Hinterkopf. Und das haben Sie gesehen an meinem Blick. Trotzdem, das Land gibt natürlich dann auch viel Geld aus, um den Tourismus weiter zu fördern, Unternehmen zu stärken, die Branche zu stärken, weitere Unternehmen anzusiedeln. Wie viel investieren Sie und wo kommt das Geld her? Das ist in der Tat richtig, dass wir umfänglich investieren. Wir investieren sowohl Bundesmittel, Landesmittel, aber auch sehr viel Geld aus dem sogenannten EFRE, dem Fonds für regionale Wirtschaftsentwicklung, Europäischer Fonds für regionale Wirtschaftsentwicklung. Und dieses EFRE-Geld summiert sich mit dem Bundesgeld und dem Landesgeld, was den Tourismus anbelangt, in der Geschichte dieses Landes auf Investitionen insgesamt von 6,6 Milliarden Euro und Zuschüsse, und das ist dann eben aus diesen Töpfen bezahlt, sind 2,4 Milliarden Euro. Also es handelt sich hier nicht mehr um Millionenbeträge, sondern um Milliarden. Und insofern kann man deutlich sagen, es ist viel Geld. Dann schaut natürlich gerade die Europäische Union auch genau hin, was passiert mit dem Geld, wird das alles so eingesetzt, wie es auch eingesetzt werden darf. Das erfordert von Ihnen nochmal besondere Kontrollen. Das ist richtig. Es gibt eigene Kontrollsysteme, die sich auch fortschreiben, die auch immer komplizierter werden, was man auf der einen Seite verstehen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn sie schärfer werden, wenn sie komplexer werden, wenn die Antragsverfahren sich erschweren, dann kann man auch schon mal davon sprechen, dass es vielleicht auch ein bisschen bürokratisch zugeht und der eine oder andere Unternehmer sagt, also bei dem Berg, der da verwaltungstechnisch vor mir liegt, dann verzichte ich eigentlich auf eine Investition, die ihm dann auch eine Unterstützung bekommt. Das bedeutet also, natürlich kontrollieren wir. Wir haben eine sehr gute Quote, wir haben wenig Fehler. Die sogenannte Fehlerquote ist gering in Mecklenburg-Vorpommern. Der Idealfall wäre natürlich 0,0. Andererseits, es wird auch kaum anders gehen. Der Wettbewerb ist hart. Im Osten, in Vorpommern, schauen die polnischen Nachbarn genau, was sie tun. Auch dort entwickeln sich Ferienzentren an der Ostseeküste, im Westen, in Mecklenburg. Da wartet dann schon Schleswig-Holstein, dass da vielleicht das Stück am Tourismuskuchen wieder etwas größer wird. Wie werden Sie in den nächsten Jahren das Land positionieren? Sie sprechen von den 7 Naturwundern, da gehören die Kraniche dazu, die Inseln, die Kreidefelsen beispielsweise auch, aber das wird auf Dauer ja nicht reichen. Das ist richtig. Also das, was uns von der Natur gegeben ist, ist zu bewahren. Das ist selbstverständlich. Und das sind auch schon Alleinstellungsmerkmale. Denn unsere Ostseeküste zum Beispiel ist eben nicht mit Schleswig-Holstein zu vergleichen.
das mögen mir meine Kollegen Schleswig-Holstein jetzt nachsehen, wir haben eben die schönere Küste mit der Bäderarchitektur, mit den zugänglichen Stränden. Das ist schon ein Wert an sich. Aber die Menschen allein kommen eben nicht nur wegen der Naturbelassenheit, sondern sie wollen natürlich auch, denn dann zum Beispiel, wenn es so schön in der Natur regnet, dann wollen sie auch trockenen Fußes, ja, Freizeitaktivitäten wahrnehmen. Und das ist der Weg. Wir müssen auf der einen Seite Freizeitaktivitätsmöglichkeiten mehr noch schaffen. Man spricht da von saisonverlängernden Maßnahmen. Und wir müssen weiter an der Qualität arbeiten. Wir haben das heute hier auf der ITB deutlich gesehen. Diese Welt, die Tourismuswelt wird sich definieren über den Unterschied in der Qualität. Denn Ideen, was man machen könnte für die Gäste, sind oftmals sehr, sehr ähnlich. Die Frage wird sein, wer kann es zur besonderen Qualität anbieten und dann, wenn möglich, noch zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Dr. Rudolf, Wirtschaftsstaatssekretär, recht schönen Dank für den Besuch bei uns. Viel Erfolg noch auf der ITB. Sie haben ein sehr vorzeigbares, sehr erfolgreiches Land. Und darüber wird auch hier in Berlin recht rege diskutiert.